Spätestens seit dem Deutschlandspiel der NFL im Jahr 2022 ist der Football-Hype in der Bundesrepublik angekommen. Grund genug für uns heute einmal den kleinen Bruder des American Football zu besuchen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Flo's Sportwelt. Wir sind heute bei den Nürnberg Renegades und treffen dort Head Coach André Falker. Mit ihm sprechen wir über den deutschen Flag-Football-Sport und seine Ziele hier mit den Renegades und das alles beim Carsten Graf. Bei uns ist jetzt der André, Head Coach der Nürnberg Renegades. André, vielen Dank, dass du dir vorm Training Zeit genommen hast. Zum Einstieg die Frage, Flag Football, was ist das ganz genau und wo sind die Unterschiede zum normalen Football? Genau, also Flag Football kommt vom American Football und der größte Unterschied ist, dass wir kontaktlos eigentlich diesen Sport betreiben. Also wir haben keine Blocker, wir haben auch keine Linemen, die großen Schweren, die fehlen bei uns quasi. Also der einzige Schwere ist der Head Coach bei uns im Team, ja. Und da, wo du normalerweise im Tackle-Football den anderen Spieler zu Boden reißt, da ziehst du eben die Flagge. Das ist so der Hauptunterschied. Man kann sagen, es ist deutlich schneller nochmal als American Football, weil du spielst 5 gegen 5, hast eigentlich nur Passempfänger oder Läufer im Endeffekt. Und wir haben auch ein viel kleineres Feld. Also wir haben hier insgesamt 70 Meter mal 25 Meter. Also so ein halbes Fußballfeld, kann man sagen, im Endeffekt, wo es gespielt wird. Da jetzt die Anforderungen im Spiel anders sind, nicht so körperlich, sind auch die Anforderungen an die Athleten wahrscheinlich anders. Was muss da ein Receiver, ist es ja meistens dann im Spiel, neben dem Quarterback mitbringen? Also es ist wesentlich athletischer dann im Endeffekt. Wobei man sagen muss, also ein Wide Receiver, also ein Passempfänger beim Tackle-Football, der macht im Prinzip auch nichts anders bei uns im Endeffekt. Also er läuft seine Passrouten, er fängt die Bälle und der Gegenspieler ist dann der Defense-Back, also der Defense-Spieler im Prinzip, der muss dann auch wie im normalen Tackle-Football denen folgen und dann halt verhindern, dass er einen Pass fängt oder wenn er fängt, dann halt eben diese Flagge ziehen. Aber es ist schon sehr schnell, das heißt, es geht mehr um Athletik im Endeffekt, um Geschwindigkeit. Und beim Tackle-Football hat man doch ein paar Positionen, wo man halt auch mehr die Stärke braucht oder jemand, der wirklich auch massiv ist. Ja, das braucht man uns weniger. Wie ist bei euch das Ligensystem aufgebaut? Das sind ja keine klassischen Spieltage gegen einen Gegner, sondern so Art Turniere an dem Spieltag. Kannst du es kurz erklären, wie es aufgebaut ist? Ja, also wir haben zwei Ligensysteme. Also wir haben eine erste Bundesliga und eine zweite Liga, die in vier Divisionen aufgeteilt ist. Wir sind jetzt in der Südost. So wie das amerikanische Modell ein bisschen mit den Divisions. Richtig, mit so Divisionen. Und wir haben halt jetzt keinen ganzen normalen Spiel, nur ein Spiel, sondern wir haben Spieltage. Das sind immer vier Spiele mit sechs Teams. Dann hast du eine Vorrunde, zweimal drei Teams in der Vorrunde und dann Halbfinale, Finale im Endeffekt. Ja, so ist es aufgebaut bei uns. Ja, André, wir sprechen gleich weiter über deinen persönlichen Weg zum Flag Football, über den deutschen Flag Football Sport. Zuvor schauen wir uns aber mal gemeinsam an, was hier alles im Training bei den Nürnberg Renegades so los ist. Renegades! 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 Eine typische Trainingseinheit beginnt mit dem Warm-up. Das machen wir mit Offense und Defense gemeinsam. Zuerst ein bisschen warm laufen und dann die ganzen Muskeln ein bisschen aktivieren. Dann trennen wir in Offense und Defense. Die Offense macht dann verschiedene Übungen zum Fangen, zum guten Laufen oder auch um die ganzen Plays einzustudieren. Und die Defense macht Übungen in Richtung Flagpull und auch wie eben auch einstudieren von den Plays, wie sie sich aufstellen gegen was für eine Offense. Eine sehr schnelle Sportart, eine Sportart, die auch stellenweise wenig Fehler verzeiht, wie wahrscheinlich die meisten Sportarten auch. Es ist sehr nah zum American Football, aber hat eben einen noch athletischeren Aspekt. Man, mit den Flaggen kann man viel Moves auch geben, um die Verteidiger denen auszuweichen. Richtiger Tackle-Football dann doch sehr verletzungsintensiv. Da würde ich auch den Unterschied sehen zum Flag-Football. Es ist einfach nicht so verletzungsanfällig. Und wenn du irgendwie vorhast, mit deinem Körper, mit dem Kopf noch jahrelang was zu machen, dann ist das eine gute Alternative. Und das war für mich der Grund, einfach mich für Flag-Football zu entscheiden. Das ist relativ barrierefrei, sage ich mal. Man braucht diesen Gürtel mit Flex, man braucht einen Ball und dann kann man eigentlich starten. Und die Faszination ist einfach so, es ist eine schöne Community. Man kennt viele Leute, wenn man da ein paar Jahre dabei ist. Man versteht sich, man tauscht sich aus und es ist irgendwie auch alles sehr freundschaftlich. Cowboy shooting the moon.
sind ein junges Team. Ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Spieler sind erst seit letztem Jahr dabei. Also ich bin auch erst seit letztem Jahr dabei, habe aber eben davor schon Flag Football gespielt und habe Erfahrung. Heißt, das Team ist noch sehr jung. Deswegen, wir genießen einfach den Moment und versuchen, so weit zu kommen, wie wir können. Wir haben letztes Jahr den Aufstieg knapp verpasst. Wir hatten ein paar Verletzungsprobleme und sind dann ganz knapp nicht in der ersten Liga oder haben es nicht in die erste Liga geschafft. Deswegen ist bei uns Ziel der Aufstieg. Und es ist auch so, dass wir da gerade ganz gut liegen. Wir haben drei Turniere gewonnen. Wenn wir so weitermachen, sieht das ganz gut aus mit der Relegation. Es gibt Konkurrenz. Die anderen Teams schlafen nicht. Die trainieren alle fleißig. Es gibt vor allem auch viele Städte mit den Universitäten und da ist die Nachwuchsarbeit. Da kommen jedes Jahr neue Semester gute neue Spieler und mit den Teams müssen wir uns auf jeden Fall messen. Also es sieht bei euch wirklich anstrengend aus im Training, aber ich kriege ja später auch noch dann den eigenen Geschmack, wie es dann ist. Wie bist du eigentlich, André, zum Flag Football gekommen? War es so ein traditioneller Weg übers normale Football und dann zum Flag Football? Ganz klar. Also ich habe in der Jugend American Football gespielt, hier in Nürnberg und in Fürth. Und ja, dann auch noch ein bisschen weitergemacht, damals bei den Fürth Buffaloes, Norris Rams damals. Und irgendwann aus familiären Gründen und Arbeitsgründen dann aufgehört, bis mich dann ein ehemaliger Mitspieler dann gefragt hat, ob ich nicht Flag Football spielen will. Und ich habe damals gar nicht gewusst, was das ist, ehrlich gesagt. Das gab es bei uns gar nicht. Aber Flag Football ist wirklich jetzt durch den amerikanischen Breitensport gegangen und auch bei uns gelandet. Und so habe ich 2011 dann angefangen, bei den Rams dann Flag Football zu spielen. Und habe das auch bis 2019 dann gemacht im Endeffekt. Bloß anfangs war das halt eher so ein Rentner-Football. Ne? Also wenn du sonst nichts mehr hinkriegst, dann hast du da noch ein bisschen mitgezockt. Aber es ist in den letzten, ich sag mal, 5-6 Jahren ist es deutlich professioneller geworden. Und gerade auch die NFL, also die National Football League, die pusht dieses Thema Flag Football unglaublich. Und deswegen sind bei uns auch die Ligen entstanden. Fühlt man sich dann mal in der breiten Masse so ein bisschen auch unterschätzt vom Sport her? Weil manche denken, ja okay, man wirft das Ei, der eine fängt und rennt. Es ist ja schon deutlich mehr dahinter. Also normalerweise, wenn man sagt Flag Football, da sagen sie Flag was? Ja? Also muss man erstmal erklären. Aber ich denke, durch die mediale Unterstützung auch der amerikanischen Profiliga und auch, dass jetzt Football generell so beliebt ist. Heute sind ja die Karten für das NFL-Spiel in Frankfurt verlost worden, kann man schon fast sagen. Der Hype ist da und wenn man dann jetzt nicht unbedingt sagt, ich möchte jetzt Tackle spielen und habe Angst vor den Verletzungen, dann kann ich mir überlegen, meine Alternative zu nutzen, wie zum Beispiel das Flag Football. Was muss sich noch ändern in Deutschland, dass man... Ist es unbedingt nötig, aus dem Schatten vom Football rauszutreten oder ist es vielleicht auch so eine Koexistenz eigentlich? Ist es auch so möglich? Was ist da noch möglich? Also eine Koexistenz auf jeden Fall, weil, ich sag mal so, letzten Endes auch mal einer Flag Football spielen anfangen kann und dann sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal ins Tackle Football oder andersrum ist es genauso da, dass er sagt, okay, also ich habe jetzt ein paar Verletzungen gehabt, ich lasse es jetzt mal und spiele dann doch nur Flag Football. Das haben wir auch hier, wir haben Tackle Footballer da, wir haben auch Spieler, die auch erste Bundesliga Tackle Football gespielt haben. Ja, wir haben einen ehemaligen Nationalspieler hier also nicht aus Deutschland und auch hier Leute im B-Kader bei uns da. Also du hast da schon den regen Austausch und es wird auch, glaube ich, mehr werden. Ja. Zum Abschluss noch die Frage, die ich sehr oft in der Sendung stelle. Wenn du so einen Wunsch frei hättest für die Sportart, was wäre das? Also ist es dann die mediale Aufmerksamkeit, die noch gepusht werden sollte? Ist es dieser Olympiatraum, der vielleicht noch größer ist? Was wäre da dein nächster Wunsch? Also der Wunsch wäre natürlich, wenn wir das noch ein Stück professioneller betreiben können. Ich rede jetzt vielleicht nicht von Profisport, aber so ein bisschen auch in Nürnberg im Endeffekt, dass wir wirklich so eine Hausnummer sind und unser großes Ziel ist mal Deutscher Meister zu werden. Da ist jetzt eine Mannschaft in Walldorf, die 6-mal in Folge Deutscher Meister geworden. Das muss dann irgendwann auch mal Schluss sein. Also das wäre toll, ja. Dann hoffen wir, dass ihr da die Serienbrecher werdet. André, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Talk. Wünsche euch weiterhin alles Gute. Hoffen dann, wir sprechen uns bald als Bundesligist und drücken euch weiterhin die Daumen für eure Ziele. Ja. Danke dir, André. Danke, Flo. Danke. Für den heutigen Zweikampf habe ich freundlicherweise die Uniform der Nürnberg Renegades ausgeliehen bekommen. Ob ich dieser würdig bin, das sehen wir jetzt. In der Defense Challenge muss ich die Flaggen der Spieler klauen, in der Offense Challenge Bälle fangen. Wie ich mich schlagen werde, sehen wir jetzt ab zum Zweikampf. Oh.
Also irgendwie sieht dieses Ballfangen im Fernsehen deutlich leichter aus, als es hier auf dem Rasen ist. Aber was soll's, ich hatte richtig Spaß und ich hoffe, den hatten Sie auch, liebe Zuschauer. Schalten Sie auch in der kommenden Woche wieder ein zu Fluss Sportwelt. Bis dahin, bleiben Sie sportlich. Tschüss und Servus.